B1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die psychologischen Psychotherapeuten in Ausbildung, kurz PIAs, trafen sich am Montagmittag vor dem Casino der Uniklinik Tübingen zum Streik. Sie fordern eine faire Bezahlung für ihre Arbeit, denn aktuell bekämen sie eher eine Praktikantenvergütung und das trotz eines abgeschlossenen Hochschulstudiums. Zusammen mit der Gewerkschaft Verdi wollen sie jetzt Druck machen. Es ist eine kleine, aber wichtige Berufsgruppe, die hier vor dem Casino des UKTs streikt. An allen 4 Unikliniken in Baden-Württemberg gibt es etwa 100 PIAs, hier in Tübingen sind es knapp 25. PIAs sind studierte Psychologen, die sich in einer zusätzlichen Ausbildung als Psychotherapeuten weiterqualifizieren. Wir sind ja angestellt als PsychotherapeutInnen in Ausbildung auf Station, übernehmen dort auch schon direkt Patientinnen und Patienten. Ab der ersten oder zweiten Woche bekommen wir da die ersten Patientinnen und werden dann im Laufe eines Monats eingearbeitet, häufig aber auch von anderen PsychotherapeutInnen in Ausbildung, die eben schon länger da sind und übernehmen dann ab dem ersten Monat eigentlich komplett die Versorgung auch von unseren eigenen PatientInnen. Als ausgebildete Psychologen mit Masterabschluss stünde ihnen das Gehalt der Gruppierung E13 zu. Die PIAs erhalten aber lediglich die Hälfte, etwa 1.300 Euro brutto. Davon gehen dann monatlich noch 300 Euro Ausbildungskosten weg. Sie fordern jetzt die Eingruppierung in E13. In den ersten beiden Verhandlungsrunden hat der Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Es war keine Wertschätzung gegenüber den Kollegen zu finden, sondern vielmehr macht es den Eindruck, als hätte der Arbeitgeber sich überhaupt nicht informiert, was denn tatsächlich die Arbeit ist, die die Kolleginnen vor Ort leisten müssen. Das UKT könnte laut den Angaben der PIAs 1.000 Euro der Kosten von der Krankenkasse erstattet bekommen. Dies werde aber nicht genutzt. Warum das nicht funktioniert, wissen wir tatsächlich nicht. Also ich habe da keine Begründung irgendwie vorliegen. Das wurde auch schon angesprochen mit den Arbeitgebern, aber wir haben keinen Grund genannt bekommen, warum diese 1.000 Euro jetzt nicht an uns weitergeleitet werden oder warum die überhaupt nicht abgenommen sozusagen werden. Ja. Alle Beteiligten hoffen nun auf ein faires Angebot. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den morgigen Dienstag angesetzt. Auch die Mitarbeiter der Deutschen Telekom streiken am morgigen Dienstag zum dritten Mal. Erwartet werden wie am vergangenen Donnerstag über 1.000 Streikende im ganzen Land. Kunden der Telekom müssen mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Gefordert wird unter anderem eine Lohnerhöhung um 6% sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 80 Euro pro Monat. Mit einem Festgottesdienst am Sonntag haben der Gammertinger Stadtteil Mariaberg und die Mariaberger Heime ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass war auch Landesbischof Frank Ottfried Juli gekommen, um die Festpredigt zu halten. Nachdem das Kloster im Jahre 1803 aufgelöst und säkularisiert worden war und 1837 die letzte Nonne ausgezogen war, wurde hier 1846 eine Heil- und Pflegeanstalt für Kinder gegründet. Heute ist Mariaberg ein moderner Stadtteil, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Mariaberg stehe in besonderer Weise für die Verbindung von Kirche und Diakonie, so Landesbischof Juli. Im Rahmen des landesweiten Aktionsmonats zur Verkehrssicherheit rund um das Motorrad hat das Polizeipräsidium Reutlingen auch am Sonntag Motorräder und ihre Fahrer kontrolliert. Diesmal auf der B312 bei Zwiefalten und auf der B465 bei Münsingen. Mehr als 100 Motorräder wurden dabei kontrolliert. Über ein Dutzend davon fuhren zu schnell. 2 überschritten sogar die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 um 25 km/h. Bei den Kontrollen stießen die Verkehrsexperten aber auch auf abgefahrene Reifen und nicht zulässige technische Veränderungen. An 5 Fahrzeugen waren diese so gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.